Hallihallo und ganz herzlich willkommen zurück zu Pathfinder Kingmaker. So, ich muss, bevor wir starten, noch ein paar Sachen erklären, denn es hat sich ein bisschen was geändert. Ich habe mir den Ratschlag zu Herzen genommen und nochmal einen neuen Charakter erstellt. Leider, leider sind wir jetzt kein Elf mehr, sondern ein Mensch, denn, das hat ein paar Gründe, man kann tatsächlich mehr Attributspunkte verteilen. Man bekommt, glaube ich, einen Bonus plus 2, wenn man Mensch ist. Sonst wäre dieser Bild auch gar nicht zustande gekommen mit den Attributen. Fähigkeiten, Kampf, okay. Also hier sieht man einmal, was ich jetzt für Attribute genommen habe. Ich konnte einen Punkt mehr an Charisma stecken. Ich habe jetzt ein bisschen mehr Geschicklichkeit. Intelligenz ist sogar ein bisschen runtergegangen. Ein paar Punkte in Weisheit und Konstitution haben wir auch ein bisschen. Uff, ich sehe gerade, dieser eine Punkt, der in Konstitution ist, sollte gar nicht da reingehen, sondern in Geschicklichkeit. Mein Fehler. Das ist mir tatsächlich gar nicht aufgefallen. Egal. Wir spielen jetzt diesen Charakter und ich hoffe, es funktioniert. Was ich festgestellt habe, ich habe das Spiel jetzt nochmal neu durchgespielt, beziehungsweise bis zu dem Punkt, wo wir jetzt sind. Es ist tatsächlich ein bisschen leichter von der Hand gegangen, die Kämpfe. Ich weiß jetzt nicht, ob es daran liegt, dass wir tatsächlich ein paar andere Punkte haben. Oder weil ich halt einfach mit ein bisschen mehr Köpfchen vielleicht an die Sache rangegangen bin. Auf jeden Fall hat es schon besser geklappt. Das hat mich sehr gefreut. Ansonsten habe ich bis jetzt alle Entscheidungen gleich getroffen, alles gleich gespielt. Was ich mich gerade gefragt habe beim Durchspielen, wir haben ja diesen Ring bekommen, ne, mit dem uns dann angehängt wurde, dass wir hinter dem Angriff stecken. Was ich mich gefragt habe, ist, was passiert wäre, wenn wir den Ring gar nicht ausgerüstet hätten, beziehungsweise vielleicht sogar komplett weggeschmissen hätten. Habe ich jetzt nicht, natürlich nicht ausprobiert, aber die Frage habe ich mich gestellt. Vielleicht probiere ich das nochmal irgendwie mit dem Anfang neu aus und schau mal, was dann passiert. Wobei, ich vermute mal, dass man da nicht so groß in die Handlung eingreifen kann. Denn das ist ja schon ein großer Teil der Handlung und ich glaube, da kann man wahrscheinlich nicht gut variieren mit dem Verrat und so. Aber gut, ich sehe gerade, unser Inventar ist auch ziemlich voll. Wir kommen ja gleich ins Lager an. Ich hoffe, da können wir ein paar Sachen verkaufen. So, Moment. Wir haben immer noch die gleiche Gesinnung. Wir sind immer noch ein Hexenmeister. Leider kein Elf mehr, aber gut. Fähigkeiten. Ich habe eine andere Blutlinie genommen. Was war das denn? Es war Elementar Erde? War es Erde? Kann ich das nicht irgendwo sehen? Zusammenfassung. Ich glaube. Da, genau. Elementargeheimnis des Blutes, Erde. Das ist jetzt unsere neue Blutlinie. Damit gehen wir so hauptsächlich auf Säureangriffe, glaube ich. Und wo sehe ich denn, was ich für Zauberdings genommen habe? Hier sieht man einmal noch die Talente. Ich bin jetzt auf Kernschuss, Präzisionsschuss und Zauberfokus Hervorrufung gegangen. Und das würde ich auch nochmal auf späterem Level wohl skillen. Die Fähigkeiten, die ich genommen habe, ich kann es auch mal ganz kurz so zeigen. Immer noch brennende Hände und magisches Geschoss. Dieses Magier-Dingsbums haben wir jetzt nicht mehr drin, diese Rüstung. Da werden wir wahrscheinlich später noch drauf zugreifen. Ja, ansonsten gibt es nicht so viel zu erzählen. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Ach, hier, Zauberbuch, genau, die beiden haben wir genommen. Und wir sind wieder auf dem Weg zu Olegs Lager. Hier kommt schon wieder diese Zufallsbegegnung. Deswegen bin ich mir gar nicht so sicher, ob das so zufällig ist. Gut, dann wollen wir mal. Lindsay ist ein bisschen low. Die würde ich vielleicht nochmal kurz mit einem Heiltrank ausstatten. Heiltränke, da haben wir auch 19 Stück. Ja, ich musste auch tatsächlich weniger benutzen. Das hat mich sehr gefreut. Gut, ich habe jetzt natürlich auch keine für die Untote verschwendet. Ich glaube, da hatten wir beim letzten Mal zwei für benutzt, die ja nicht funktioniert hatten. Das weiß ich natürlich jetzt schon. So, einmal den Heiltrank bitte benutzen. Und wir machen jetzt hier ein bisschen Piu-Piu. Müssen wir eben schauen, was war das nochmal? Positive Energie fokussieren, Untote verletzen. Lebende heilen, das ist der hier. Hauch des Chaos, was ist das? Zielsicherer Schlag. Sturmangriff, können wir den machen? Nee, das geht leider nicht. Das geht nicht. Gut, dann mach irgendwas, was du möchtest. Das möchte ich. So.
Das funktioniert dann wahrscheinlich auch nicht. Was ist das? Gebrechen behandeln. Vergifteten Charakter, das haben wir, das brauchen wir jetzt auch nicht. Dann mach dich mal. So, Lindsay nimmt ihren Heiltrank. Hat sich nicht sonderlich viel geheilt, tatsächlich. Du machst immer hier. Warum geht denn das nicht? Oh, funktioniert das nicht bei Tieren? Einer humanoiden Kreatur. Okay, gut. Was ist das? Ohrenbetäubender Schrei. Probieren wir das mal aus. Gut. Ah, sie stirbt. Verschwinde mal ein bisschen. Okay, die Kreatur folgt uns tatsächlich. Das ist doof. Oh Gott, Lindsay ist tot. Oh Gott. Ist noch irgendwer gestorben? Nee, ich dachte schon. Das Vieh war nur tot. Okay. Da können wir nichts looten. Oh doch, warte. Nee, das war leer. Okay, es war leer. Mehr können wir hier, glaube ich, nicht machen. Wenn ich das richtig sehe. Und da sind wir hergekommen. Wahrscheinlich müssen wir in die Richtung, oder? Würde ich jetzt mal stark vermuten. Du kannst nicht reisen. Das Gewicht deines Inventars ist zu hoch. Hä, warum das denn? Ich habe doch nichts aufgesammelt. Das war doch nicht, ist doch jetzt nicht voller als gerade. Okay, ich benutze einfach mal ein paar Heiltränke. Nehm die Gewicht weg. Okay, sie packen gerade erstmal Gewicht dazu. Das ist natürlich nicht das, was ich erreichen will, aber wir benutzen sie jetzt erstmal. Dann sollte das schon mal wieder weg sein. Wobei wir dann wahrscheinlich genau bei dem gleichen Gewicht wie gerade auskommen. Aber egal, benutzen wir die erstmal. Heilen wir uns ein bisschen. Können wir jetzt reisen? Wahrscheinlich immer noch nicht. Warum denn? Warum? Gut, da muss ich mal eben schauen. Dann müssen wir wahrscheinlich irgendwas wegschmeißen. Ich schaue noch mal ganz kurz, ob wir hier die Charaktere mit irgendwas ein bisschen besser ausrüsten können. Das sieht aber gerade nicht so aus. Der Harem ist schon gut ausgestattet. Vielleicht hier? Ist das besser? Nee. Was hast du denn? Ein Streitkolben. Haben wir vielleicht noch einen Streitkolben irgendwo? Da ist noch einer. Ist der besser? Ist genau der gleiche. So, ein Schild. Nee, das ist ein Holzteller. Okay. Lindsay. Ich glaube, die Bögen kann sie eh nicht tragen. Und der war, glaube ich, auch nicht so gut. Nee. Damit können wir mehrmals, glaube ich, mit einem kritischen Treffer treffen. Aber die Entfernung ist halt ein bisschen niedriger. Hier unten sind noch welche. Vielleicht davon einer? Nee, das sind genau die gleichen wie oben. Schade, was hast du? Du hast auch Bögen, aber die kannst du nicht tragen. Was hast du? Gigantisches Schwert, 3 bis 17 Schaden. Oh, ich glaube, da werden wir kein besseres hier finden. Gut. Wie schmeiße ich denn was weg? Warte mal. Ablegen. Das kann, glaube ich, auch weg. Moment. 4. Was hast du? Du hast. Ach, guck mal, das ist sogar besser. Können wir das schon mal eben ausrüsten? Dann kann das weg. 7. 6. Dann ziehen wir mal das an. Vier, das ist doch dann auch besser. Genau, so. Das da, das braucht kein Schwein, das können wir wegtun. Oh, hier haben wir noch ein Schild. Kannst du das tragen? Nee. Okay, gut. Die schmeiße ich mal eben alle weg. Aber das Gewicht geht nicht runter. Ich probiere es mal ganz kurz. Okay. Gut. Okay, dann müssen wir noch ein bisschen was wegschmeißen. Dann kommt das noch weg. Hat das überhaupt Gewicht? 10 Pfund, doch. Wieso geht das nicht runter? Schwere. Ach, da sehe ich die Gesamtschwere. Die müsste doch dann eigentlich runtergehen. Ja, tut sie. Schwer. Wir sind immer noch bei schwer. Ach. Ich möchte gerne noch ein bisschen was verkaufen, deswegen 1 Pfund nur. Gut, das bringt auch nur ein Gold.
3 Gold, 25 Pfund. Komm, schmeiß ich mir eins davon weg. Können wir jetzt reisen? Sieht es jetzt gut aus? Na komm. Ah, perfekt. Nee, das wollen wir halt nicht wieder mitnehmen. Okay, aus der Richtung kamen wir. Genau, dann wollen wir hier weiter. Ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, wo das Lager ist, aber wir sollten da irgendwann hoffentlich drauf treffen. Alle deine Charaktere sind erschöpft. Erschöpfte Charaktere können keine Sturmangriffe durchführen und leiden einen Malus. Von jeweils -2 auf Stärke und Geschicklichkeit. Wenn sie sich vollständig ausgeruht haben, sind Charaktere nicht mehr erschöpft. Möchtest du dich ausruhen? Wir machen das einfach mal. Das wollte ich eh mal ausprobieren. Ich hoffe, das ist jetzt nicht super blöd. So, warte mal. Wir können hier, glaube ich, noch aussuchen. Lagertarnung. Können wir da überhaupt irgendwas aussuchen? Nee. Verwalten. Doch. Doch. Kochen. Lagertarnung. Plus 1. Plus 5 auf Jagd. Plus 7 für Kochen. Heilung. Ach, guck mal. Vor dem Ausruhen Heilzauber und Fähigkeiten einsetzen. Das ist ja ganz gut. Die werden ja dann wahrscheinlich, also die werden ja eh wieder aufgeladen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich glaube, ich würde das mal alles so lassen. Was haben wir denn hier? Herzhaftes Essen. Dann machen wir mal. Okay, ich hoffe, wir werden jetzt nicht im Schlaf überfallen oder so. Oh. Der Geruch verbrannter Lebensmittel könnte dein Lager verraten. Das ist blöd, vor allen Dingen im Zusammenhang mit Lagertarnung fehlgeschlagen. Gut. Bitte überlebt das alle, keiner sterben. Es hat geklappt, glaube ich, ne? Ja, okay. So, dann reisen wir mal weiter. Ach, Olex Handelsposten, da wollen wir hin. Betreten. Schauen wir mal, was uns da erwartet. Huch, es tut mir leid, ich muss mir eben näher an den Schreibtisch ranrücken, falls ich jetzt ein bisschen Krach mache. Dieser Stuhl ist so laut. So, da sind wir. Brennt es da? Ich glaube, es brennt. Was ist denn hier passiert? Die Mauern der alten Festung wurden kürzlich erneuert, sind aber noch nicht fertig. Brennt es denn da? Oh, ein Kaninchen. Da haben wir schon wen. Rettet euch, ihr Narren. Ah, okay. Hier scheint es auch nicht so ganz so rosig auszusehen. Was ist denn hier passiert? Das Spatzen hier. Ach, ich stelle gerade fest, das wird gar nicht vorgelesen hier, der Text. Gesinnungen in Dialogen. Manche Dialoge verfügen über spezielle Optionen, die nur für Charaktere mit bestimmten Gesinnungen verfügbar sind. Ich glaube, den Tipp hatten wir sogar schon mal. Neutral Gult. Ich will kein Blut vergießen, aber ich werde nicht zulassen, dass ihr diesen Mann ausraubt. Zieht eures Weges, dann lasse ich euch gehen. Ja, ich glaube, da werden die Banditen auf jeden Fall drauf anspringen. Bestimmte Gesinnungen erforderlich. Ah, okay. Da sehen wir auch, dass hier irgendwas nicht freigeschaltet ist, aber wir das nicht haben. Wir können erst mal fragen, wir können direkt angreifen. Meine Aufgabe ist es, dieses Land von Banditen zu befreien und damit fange ich hier und jetzt an. Ja, das stimmt. Ich weiß ja nicht, ob wir das diplomatisch lösen können. Ne? Nachher lachen die uns nur aus, wenn wir sagen, hier, wir wollen kein Blut vergießen. Wir fragen erst mal, was los ist. Okay, die funkeln uns schon böse an. Ich greife einfach mal an. Ich bin einfach mal so. Rechtschaffen neutral. Holen wir uns Hilfe aus dem Lager. Okay. Sie greifen uns an. Was ist das denn? Das wieder halt. Hat er sich gerade unsichtbar gemacht? Bandit?
Was ist denn das so riesig? So grün? Sieht echt aus wie der Hulk. Okay, so, du. Machst einen benommen. Das ist gut. Du kannst da drauf gehen. Können wir das jetzt machen? Ja, jetzt geht das sehr gut. Und du kannst ja mal den hier hinten rausnehmen. Ich glaube, da hat sich echt einer unsichtbar gemacht und ist abgehauen, ne? Kann das sein? So. Ach, der fällt aber. Oh, wir fallen aber auch schnell um. So ein Stück nach hinten, bitte. Ah, zu spät. Da ist es schon tot. Da ist es schon tot. Jetzt haben wir noch einen Zauberer dabei und das ist ein bisschen blöd. Fehlgeschlagen. Ach, Oleg hilft uns. Dankeschön. Das ist gut. Das geht nicht. Okay, das funktioniert gerade nicht. So, was habt ihr denn Schönes dabei? Ja, da ist tatsächlich einer entkommen. Das habe ich mir noch gedacht. Und die geht jetzt petzen, dass wir hier gekämpft haben, wahrscheinlich. Vielleicht hätten wir das doch anders klären können. Ich weiß halt nicht, ich glaube nicht, dass sie darauf angesprungen wären, wenn wir jetzt gesagt hätten, yo, lass mal ein bisschen quatschen, ne? Wir sind ja hier alles Menschen und können uns normal unterhalten. Oh, da ist ein kleiner süßer Hund. Von daher, ich weiß es nicht, vielleicht hat das funktioniert, aber ich meine, es sind halt Banditen. Ich glaube nicht, dass die uns jetzt hier einfach in Ruhe gelassen hätten. Wahrscheinlich wären sie dann alle zurückgerannt und hätten uns verpetzt. So haben wir schon ein paar eliminiert. Ich bin für den Angriff gerüstet, geht auf eure Posten und wartet. Okay, dann können wir auf den Angriff warten. Kommt zum Punkt. Ihr denkt, die Banditen werden wieder angreifen. Wer sind sie und wann werden sie hier sein? Oleg, ich würde gerne eure Waren sehen. Das würde ich tatsächlich sehr gerne. Fragen wir erstmal. Ich habe gesehen, wie jemand aus dem Handelsposten lief. Wisst ihr, wer das war? Das muss Bocken gewesen sein. Er verkauft Tränke, er lebt in den Wäldern wie ein Einsiedler, kommt aber jeden Tag hierher. Er kennt in der Gegend sämtliche Bäume und Sträucher und weiß, wie sie euch helfen können. Die Bande des Hirschkönigs will, dass er für sie arbeitet. Ihm fehlt zwar der Mut, gegen diese Banditen zu kämpfen, aber er wird uns nicht einfach im Stich lassen. Er hat ein gutes Herz, obwohl er es ständig nörgelt, vor allem in letzter Zeit. Moment. Aber wenn er gerade aus dem. Ist es er, der aus dem Lager verschwunden ist? Hat sie nicht gesagt, dass es eine Frau war? Weil wenn es jetzt er gewesen sein soll und er irgendwie auf unserer Seite ist, weiß ich halt nicht, ob er, ja gut, ob er uns verpetzt. Ich meine, wenn man jetzt alleine zum Hirschkönig ankommt, er würde ja schon wahrscheinlich schon gerne wissen wollen, wo der Rest der Truppe hin ist. Von daher kann man da wahrscheinlich gar nicht so gut die Klappe halten. Ich weiß nicht, ist wahrscheinlich jetzt ein bisschen taktlos, aber ich würde trotzdem gerne mal in die Waren stöbern. Aber vielleicht können wir uns ja ein bisschen was. Den Handelsposten beschützen. Okay, sie werden auf jeden Fall wiederkommen. Vielleicht können wir. Wir können auf jeden Fall schon mal ein bisschen was loswerden, was wir nicht brauchen. Das brauchen wir nicht. Verkaufen. Verkaufen? Was ist denn das? Kurzschwert. Also diese ganzen Bögen sind eh nicht so gut. Bei den Schwertern bin ich mir gerade nicht sicher, aber die haben wir eh doppelt und dreifach. Alle davon werden wir auf gar keinen Fall brauchen. So. Oh, warte mal. 1 bis 8 Schaden. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Wobei, wir können ihr nicht einen Bogen tragen. Sie kann aber einen Bogen tragen. Das heißt, sie könnte den theoretisch nehmen, glaube ich. Der Speer kann weg. Sie hat ja eh so ein mega überkrasses Schwert. Und er hat, glaube ich, hat einen Streitkolben getragen. Genau, der war nicht gut. Das Schwert war auch nicht so Bombe. Wir hatten irgendwo noch dieses Turmschild. Genau. Ich verkaufe es trotzdem mal. Weil Harem konnte das eh nicht tragen. Da werden wir vielleicht noch irgendwie was Besseres finden, was der auch ausrüsten kann. So, die ganzen Dolche können weg. Die packe ich erstmal alle weg. Hier hatten wir noch ganz viele Gegenstände. Ein Händler würde viel Geld dafür bezahlen. Ich weiß nicht, ob wir die brauchen. Ich verkaufe sie erstmal.
Zwei Gold, ein Händler würde viel Geld dafür bezahlen. Zwei Gold ist jetzt aber nicht so viel. Geschnitzte Perlen, das kann auch weg. Wir hier eine silberne Scheibe. Packen wir auch weg. Holzteller brauchen wir, glaube ich, nicht. Holzkrug, ich weiß es nicht. Ich weiß halt nicht. Oh, was war das? Kettenpanzer. 40 Pfund. Ich glaube, soweit haben wir eigentlich alles ausgerüstet. Wobei ich weiß gerade nicht, ob Lindsay den tragen kann. Ich bin mir gar nicht sicher, wenn wir jetzt das Handelsfenster schließen, ob wir dann nochmal eben so mit ihm handeln können. Wahrscheinlich nicht. Ich denke mal, erst werden wir irgendwie von Banditen oder so angegriffen. Deswegen würde ich das eigentlich schon ganz gerne alles erledigen. So. Die Dolche haben wir hier auch immer noch doppelt und dreifach. Hier ist noch ein Streitkolben, den brauchen wir nicht. Kurzschwert brauchen wir auch nicht. Ich glaube eigentlich tatsächlich, diese ganzen Schwerter brauchen wir gar nicht. Knüppel kann weg. Das kann auch weg. Fauchhart. Exotische Umgangsgruppe. Beidhändig. Verkaufen wir auch mal. Der Knüppel. Hier haben wir noch zwei Ketten. Oh, 20 Gold. Das nehmen wir doch gerne. So, ach, wir können auch gleich gar nichts mehr verkaufen. So, das würde ich gerne nochmal behalten. Diese ganzen Kochsachen auch. Ups, 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 ups. Ach, da unten haben wir noch mehr. Das habe ich gar nicht gesehen. Was ist das denn? Rüstungsarmschienen. Oh. Können wir irgendwie aufräumen hier? Das Inventar. Was ist das? Da klicke ich. Ne, klicken wir mal nicht drauf. Ich habe Angst, was passiert. Goldring, 25 Gold. 0,0 Pfund. Das bringt zwar viel Gold, aber ich würde vielleicht noch was loswerden, was wir nicht brauchen, was ein bisschen schwerer ist. Zum Beispiel das hier mit 20 Pfund. Damit wir uns unser Inventar ein bisschen leeren können. Ja, ich glaube, das haben wir sogar zweimal verkaufen. Das hat so schön viel Gold gebracht. Haben wir denn überhaupt irgendwas, was wir uns hier kaufen können? Alle Gegenstände. Waffen, Bastardschwert. Hast du eine Armbrust vielleicht? Ein Bogen? Ach da, leichte Armbrust, 1 bis 8 Schaden. Ja, ich glaube, die ist tatsächlich nicht besser als die, die wir jetzt haben. Schwere Armbrust, 1 bis 10 Schaden. 8 Pfund. Die sieht auch gar nicht so schlecht aus, beidhändig. 400 haben wir. 400 kostet die. Hast du vielleicht ein paar Heiltränke? Rezept, gewürzte Flügel und Schenkel. Ach, guck mal, das kann man sogar vielleicht mitnehmen. Was ist das? Schweres metamagisches Zauberzepter. Der Träger kann täglich bis zu drei Zauber wirken, die ermächtigt werden, als würden sie mit dem Talent weitreichender Zauber gewirkt. Schwächere Zepter können mit Zaubern der Stufe 3 oder niedriger eingesetzt werden. Du kannst die Reichweite eines Zaubers, Berührung, Nah oder Mittel anpassen, um seine Reichweite in folgender Reihenfolge zu erhöhen. Berührung, Nah, Mittel und Lang. Mit diesem Talent modifizierte Zauber, die einen Berührungsangriff im Kampf erfordern, benötigen stattdessen einen Berührungsangriff im Fernkampf. 750 Gold. Das können wir uns eh nicht leisten. Also wir können es uns wahrscheinlich leisten, wenn wir jetzt die ganzen Sachen verkaufen. Aber, oder müssen wir das in einem Dings durchführen? In einem Dings. Sprich, ich suche mir jetzt aus, was ich kaufen möchte und verkaufe das und dann erst auf Handeln. Ich weiß nicht, ob wir jetzt erst die Sachen verkaufen können und dann nochmal kaufen. Angebot des Händlers. Ich glaube, das geht tatsächlich nicht. Ist es klug, jetzt so viel Gold auf den Kopf zu hauen für eine Armbrust? Ach, die Schwere ist tatsächlich genauso teuer wie die leichte. Schutzring. Ah, das hört sich auch nicht so schlecht an. Da wir ja eh keine Rüstung tragen. 500 Gold, das ist aber. 2000 Gold, ach Gott. Warum steht da jetzt 500? Ach, das ist der Verkaufspreis. Gut. Das können wir uns eh nicht leisten. Ich glaube, ich nehme tatsächlich einfach mal die Armbrust mit. Warum nicht? Warum nicht? Nicht? Wir haben ja auch noch ein paar Sachen, die wir verkaufen können. So, ziehe ich die jetzt da rein.
Ach ja, okay, dann wird das direkt verrechnet. Handel, wir machen es mal. Habe ich die jetzt? 399. Es müsste theoretisch so sein. Moment. Oh, Stufenausstieg, da müssen wir gleich auch mal schauen. Charakter. Nee, das ist das falsche Fenster. Armbrust, jetzt kann man die bestimmt nicht tragen. Doch, wir können die tragen, oder? Ja, können wir. Ich weiß gerade nicht, ob es jetzt klug war, weil wir nur zwei Schaden oben drauf bekommen haben, ins Maximale. Ob es gut war, so viel Gold dafür jetzt auszugeben. Aber wir haben ja immer noch ein bisschen was, also wir sind jetzt nicht so arm. Ach, diese ganzen Schriftrollen haben wir ja auch noch. Hervorrufung. Hervorrufung? Da, Hervorrufung. Magisches Geschoss. Du feuerst aus deinen Fingerspitzen ein magisches Energiegeschoss ab. Die können wir vielleicht auch mal einsetzen. Haben wir jetzt auch noch gar nicht gemacht. Kann ich irgendwie dieses Inventar sortieren oder muss ich jetzt alles zu markieren? Ah, okay. So. Was haben wir da jetzt noch? Was ist das? Verzierte Scheide. Ein Weihrauch. Was ist das? Trank Rindenhaut. Rindenhaut stärkt die Haut einer Kreatur. Okay, wie lange? 10, oh, 10 Minuten. Das ist nicht so kurz tatsächlich. Ach, Moment, wir hatten doch noch diese Armschienen. Wo sind denn die jetzt? Wo sind sie? Da. Genau, die können wir doch bestimmt noch ausrüsten. Die können wir tatsächlich auch tragen, sehe ich gerade. Jetzt haben wir Schnieke-Armschienen. So, hier wollte ich noch mal gucken. Ne, okay, wir können den Bogen tatsächlich nicht tragen. Aber wir können jetzt die bessere Armbrust ausrüsten. So, Kettenhemd, das ist wahrscheinlich nicht besser, oder? Nee. Gut. Stufenaufstieg. Da gucken wir nochmal. Was können wir da jetzt machen? Hexenmeister. Das sind wir. Was können wir denn da jetzt machen? Nichts, oder? Weiter. Da passiert nichts. Wir kriegen auch nichts Neues dazu. Oh, wir haben hier noch ein paar Punkte, die wir verteilen können. Ach Gott. Gut. Ja. Was nehmen wir? Was nehmen wir? In Wirklichkeit. Diese Fertigkeit repräsentierte das Gleichgewichtsgefühl und die Koordination eines Charakters, einschließlich Manöver in der Luft, Turn- oder Akrobatikübungen. Ermöglicht dir, dich Gegnern zu nähern, ohne Gelegenheitsangriffe zu provozieren, die Balance zu wahren, dich von Fesseln zu befreien, Stütze abzufangen, dich durch enge Stellen zu quetschen und so weiter. Hört sich ja erstmal nicht schlecht an. Da packe ich mal einen Punkt drauf. Wissen. Magische Gegenstände, diverse Zauberkenntnisse. Magische Gegenstände und Monster zu identifizieren, Zauber aus Zauberbüchern und von Schriftrollen zu erlernen oder zu borgen und dich an Wissen über Arkana zu erinnern. Da haben wir minus 2 drauf, warum eigentlich? Ach, wegen Intelligenz, okay. Wir machen das anders. Bevor ich da jetzt wieder irgendwas Komisches auswähle, erkundige ich mich da lieber noch mal ein bisschen. Ach, guck mal, der Bocken. Ach, du bist der Bocken. Dich kennen wir doch. Bevor ich da jetzt wieder nämlich irgendwas mache, Lindsay tanzt da durch die Gegend, schaue ich lieber noch mal ein bisschen nach und mache das dann beim nächsten Mal. Ja, ich glaube, ich schaue mal, ob wir hier noch irgendwie was aufsammeln können. Kann man da rein? Nee. Ah, doch, da ist ein Sack. Was ist da drin? Eine Kartoffel. Brauchen wir zum Kochen. Gut. Bevor ich jetzt hier wieder Mist baue, beenden wir die Folge an dieser Stelle. Dann schaue ich nochmal nach, was wir da nehmen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, würde ich sagen.